Und eigentlich nur ein Ending aufnehmen und fertig. Oder zieht sich immer weiter, habe ich so ein Gefühl. Ich glaube ich schon näher am Institut-Ending als am Railroad-Ending, habe ich so ein Gefühl. Okay. Hi. Meine Freunde sagen, Wenn das das Rennen besteht, Institut einen aber Ort du stinkst infiltriert gar hat. nicht. Oh, halt die Fresse. Nee. Warum kann man Kindern hier nicht eine reinhauen in dem Leute, Spiel? statt erschrecken, sie kriegen auch Einwelt. Wer hat denn den epischen Namen Solomon? So, Travis, glaube ich, ne? Du Lappen. Lass mich mal ins Radio. Was kann ich hier? Kein Wunder, dass das Ding nicht mit voller Kraft sendet. Radio-Ding. Was? Woher soll ich denn das wissen? Okay, versuchen wir das. Radio-Ding mit Baut das Drehschaltern. vielleicht hierhin? Ich habe gar nichts reingepackt, Mann. Okay, rein damit. Ist das richtig? Boah. War das richtig? Das war richtig, oder? Das. Hey. Das wird der längste Part, den ich je hochgeladen habe, glaube ich. Aber was soll's? Hätte vielleicht so ein paar stündige Parts mal aufnehmen sollen. Klingt, als wäre die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Hicks und Logan sind die Kinder, die einen Zwergenaufstand. Ah, wo ist er denn jetzt? Da ist er nicht. So, da. Na gut. Lange zieht sich diese Quest hier noch. Was soll das? Wird ja nur locker 2 Stunden dauern, habe ich das Gefühl. Was? Okay. Steuer doch hier so was von aufs Institut Ending oder so zu, ne? Ah, jetzt ruhig die Tür auflassen können, Alter. Eines Tages entwerfe ich einen effizienteren Hey. Reaktor, wenn du dich einen eingelebt Schrott in hast, Kraft zu möchte ich dich ersetzen. untersuchen und eine Akte anlegen. Aber kein Grund zur Sorge. Was geht? Wie war der Ausflug in die Großstadt? Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Alles geschafft. Er ist bereit, wenn wir es sind. Gut. Wenn der Reaktor in Betrieb ist, schalten wir uns in die Übertragung ein. Ich überlasse dir die Ehre. Oh, geil. Moment, meine Freunde, haben wir alle hingearbeitet. Nach all euren Mühen ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Nie wieder müssen wir Kompromisse eingehen, um zu überleben. Nie wieder müssen wir uns um Ressourcen Sorgen machen. Mein Vater und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Jetzt ist das Institut wirklich die Hoffnung der Menschheit. Danke. Danke euch allen.
Okay, was passiert jetzt hier? Kann ich irgendwas machen? Ja, ich dachte, ich hatte irgendwie eine Wahl oder so. Mein Sohn. Es ist kaum zu glauben. Nach all den Jahren harter Arbeit sind wir da. Wir sind angekommen. Sieh dir an, was du ermöglicht hast. Das war gute Arbeit, oder? Ja. Ja, das war es. Es gibt noch mehr Arbeit. Und das wird am Ende so lustig. Du wirst lachen. Das Direktorat hat eine Besprechung zum weiteren Vorgehen einberufen. Du solltest als neuer Direktor daran teilnehmen. Hi. Jetzt geht ja noch eine Stunde. Ich muss zugeben, die Gentry sind schon. Aber was soll's? Ihr habt doch alle Zeit. Stimmt, bis hierhin haben wir uns hingekämpft mit dem Minuteman. Mir jetzt ist aufgefallen, Ding hat wir in die Luft gejagt haben. Das war der Teil. Ja, okay, dafür renne ich auch hier. Ich spare Energie, ich renne. Und dann renne ich. Und wenn ich renne, dann renne ich. Renne ich voll schnell. Soll ich die irgendwie im letzten Moment irgendwie betrügen oder was? Oder wie läuft das hier mit der Railroad ab? Dr. Hicks war unzufrieden, ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so weit. Ja, war noch mal das. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas wieder gebuggt oder so. Das passiert ja manchmal in dem Spiel. Ich glaube daran, dass du ein guter Darf ich dich als Erste willkommen? Ihr seid auf einmal alle hier, ist klar. Ich freue mich, hier zu sein, Fillmore. Hoffentlich werde ich der Position gerecht. Das wirst du bestimmt. Nee. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Der Reaktor wird das Leben aller verbessern. Das ist eine große Leistung. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Das Direktorat hat beschlossen, dass die stählerne Bruderschaft errichtet werden muss. Als zukünftige Knall wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Sei verrückt. Ich finde, das Institut sollte es jetzt nicht noch schlimmer machen. Wir müssen Konflikte vermeiden und sie nicht beginnen. Liebend gern würde ich das Luftschiff am Horizont verschwinden sehen. Aber das passiert nicht. Der Konflikt ist schon da. Wenn wir ihn jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Wir haben keine Wahl. Wenn wir als Sieger hervorgehen wollen, müssen wir schnell handeln. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen... Als Direktor sage ich, ihr habt einen Knall. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Ach. Synths sind die größte Stärke des Instituts. Je mehr wir davon haben, desto besser. Gut gesagt. Ich werde die nötigen Schritte veranlassen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Als Direktor des Instituts geht man eine bedeutende Verpflichtung ein. Aktivierung. Da kommen wir immer im Institut weiter, aber ich will ja hier mit der Railroad eigentlich weitermachen. Endstation. So wie Sie Vater gebracht haben,
geht's ja irgendwie noch weiter mit euch, Leute. Alter, wo ist denn der jetzt? Boah, sag nicht, der ist jetzt schon wieder da unten. Ich warte jetzt hier eine Stunde oder so. Der kommt wahrscheinlich hier hoch oder so, ne? Weil er hat sich da hinten genau gleich mit mir hingesetzt. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine dringende Nachricht für Z114. Ihre Quartiere wurden überflutet, Sir. Es besteht die Gefahr enormer Schäden an Ihren Habseligkeiten. Ich gehe sofort los. Die Zeit drängt. Um unnötige Tragödien okay. zu vermeiden, sollten Sie Z114 aufsuchen. Ihr sagt mir nicht, das hätte schon viel früher passieren können. Boah. Wow. Wo ist er? Z1! Ich rette dich! Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sündenbeteiliger. Endlich geht's weiter mit der Mission. So lange gebraucht, sie zu erreichen. Wir müssen jetzt handeln. Die stählerne Bruderschaft hat den Unterschlupf der Railroad entdeckt. Oh Gott. Ich werde sie sofort warnen. Danke. Ich hatte mir für die Organisation unserer Rebellion mehr Zeit erhofft. Aber uns geht eindeutig die Zeit aus. Sichern Sie die Railroad gegen die Bruderschaft ab und sagen Sie Ihren Leuten dann, dass wir bereit sind zu kämpfen. Gehen Sie jetzt. Macht überhaupt keinen Sinn, ne? Also wir tun eine Stunde lang hier für Institut hier was machen? Und am Ende kümmern wir uns hier um die Railroad. Was ist das denn für ein Dreck? Wen soll ich töten? Du bist der Wahnsinn. Die Rebellion von Z1 ist bereit, aber es gibt ein großes Problem. Die Bruderschaft ist auf dem Weg hierher. Was? Worauf redest du überhaupt? Lass mich erstmal. Du lebst noch. Ich komme noch rechtzeitig. Mein Gott! Schnell, nimm das hier. Tom hat es für dich gebaut. Denke mal, du wirst es brauchen. Alle anderen bereit machen zum Aufbruch. Bruderschaft im Anmarsch. Verteidigungsposition einnehmen. Unterstützt Glory in den Tunneln. Bewegung. Bewegung. Ah. Die Sprengfalle im Fluchttunnel ist hochgegangen. Was zum Teufel ist hier los? Was? Was? Scheiße. Oh Gott. Hi, was geht? Verpisst euch aus der Railroad. Verpisst euch. Oh Mann. Entschuldigung. Bruderschaft. Ist Dämona. Oh, wir sind abgeschnitten. Die Katakomben sind jetzt unser einziger Weg hier raus. Glory hat den Eingang bewacht, aber sie wurde möglicherweise schon von der Bruderschaft überwältigt. Bisher hatten wir Glück. Noch ist niemand gestorben. Deine Warnung hat uns gerettet. Dem Himmel sei Dank. Du und die anderen, helft Glory. Gewinnt diesen Kampf. Sonst sind wir alle tot. Okay. Ich rede Kirche. Das ist genauso wie mit dem Minuteman. Erst muss ich hier das Hauptquartier schützen, ne? Dann muss ich, weiß ich nicht, hier irgendwas ganz Großes machen. Ja, schon wieder ein Reaktor oder so in der Luft jagen, keine Ahnung. Einer ist an mir vorbeigekommen. Verdammt! Oh Gott. Hör zu, die Railroad hat vorher nur Däumchen gedreht. Ah! Oh, du bist das Beste, das uns je passiert ist. Versprich mir, dass du sie befreist. Alle. Aus uns dem Pack. Halt durch. Du schaffst das. Ja, Glory. Du kannst es schaffen. Du bist unverwüstlich. Bockmist. Sollte da nicht eigentlich ein Licht kommen? Uff. Hey, was ist los? Hey, was ist los? Okay. Was habe ich gedacht, über dir war das Ding? Was zum Teufel? Hä? Was war das denn? Hi. 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 Hast du mir gerade ins Gesicht geschlagen mit deiner blöden Pistole? Willst du mich verarschen? Du hast einen Gatling-Laser.
Ich brauche Munition dafür, nee, ne? Okay, ich hoffe, ich kriege einen, wenn ich die Bruderschaft hier spiele. Irgendwann, also lass mal erstmal. Warum seid ihr alle mit einem Schuss weg, ey? Komm her. Oh, ich dachte, ich habe ein Loch durch sein Gesicht geschossen. Und zwei Kugel. Hier ist ja noch einer. Wo ist das? Nein. Ich hab gesagt, wo ist das? Wollt mich wieder zurück. Oh, oh, gut. Desdemona. Du hast sie allesamt getötet und du stehst noch immer. Ja klar. Wenn man das doch nur auch von Glory sagen könnte. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Die Bruderschaft hat uns deutlich unterschätzt. Ihr nächster Angriff wird um einiges schlimmer werden. Also tun wir das, womit niemand rechnet. Wir eliminieren die Bedrohung der Bruderschaft. Boah, alle wollen sich die Bruderschaft kaputt hauen. Ist die Zerstörung ihrer fliegenden Festung, der Pridwen. Zum Glück haben wir einen Notfallplan dafür. Tom, wir aktivieren Operation Roter Glanz. Was? Aber für Roter Glanz brauchen wir einen Birdie Bird der Bruderschaft. Dann wird Professor einen für dich besorgen. Ja. Ihr könnt auf mich zählen. Nach dem, was mit Glory passiert ist, brauchen wir dich mehr denn je. Danke, dass du für uns da bist. Die Bruderschaft hat die Polizeistation von Cambridge besetzt. Beobachter in der Nähe melden, dass dort so gut wie immer ein Birdie Bird auf dem Dach steht. Schnapp du ihn. Und Tom, du begleitest ihn. Ich? Im Feld? Niemand sonst kann das verdammte Ding fliegen. Tu es für Glory. Abmarsch. Ja, was sollen wir denn machen? Sollen wir gegen die Pridwen auch noch jetzt kämpfen? Oh Gott. Warum denken eigentlich alle, sie könnten es mit der Bruderschaft aufnehmen? Nur weil ich da bin? Boah. Die haben ein Luftschiff, die haben Power Armors und so. Wenn ich nicht da wäre, würden die alle verrecken. So ein paar Railroad-Soldaten, ja. Weil Institut mit ihren Sins, ey, die haben doch keine Chance gegen die. Eieiei. Geht ja echt noch so lange, habe ich das Gefühl. Der Institut wohl überrascht sein, wenn ich auf einmal, weiß ich nicht, die Bruderschaft fertig mache. Da habe ich denen nur gesagt, ich will das nicht. So, dann gehen wir mal zur Cambridge Polizeistation. Und wir auch schon dutzende Male. War ja auch schon dutzende Male, also. Ja, einfach da reingehen, alles platt machen wieder. So wie die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, auf welches Ende ich hier zusteuere. Wir machen einfach irgendwas hier. Mann. Wie ist denn hier los, Mann? Was ist denn los hier? Okay. Hi. Was bist du denn? Weiß ein bisschen einseitig nur mit der Waffe hier rumzulaufen, aber was soll's. Hi. Uff. So, da oben ist jemand. Wo ist das? So stark getroffen, dass seine Beine kaputt gegangen sind. Ah, ich bin ja tot. Ich bin der One-Shot-Man, ey. Irgendjemand ist dahinter, ne? Ah.
One shot! 3, 2, 1, kill shot. Alter. Was? Ich bin auf der Stelle gerannt, was? Ja, ich habe schon mal alle fertig gemacht, ne? Tom! Mann, wie könnt ihr hier oben nur leben? Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man uns gerade überwachen könnte. Bruderschaft oder... du weißt schon. Entspann dich, Tom. Es passiert schon nichts. Gut, langsam ein- und ausatmen, okay. In der Polizeistation wimmelt es nur so vor Bruderschaftssoldaten. Mindestens einer mit Powerrüstung. Aber wie versprochen, steht ein Vertibird auf dem Dach. Willst du das wirklich durchziehen? Was heißt? Gehen wir. Wird ein paar Minuten dauern, bis ich den Vertibird abflugbereit habe. Als erstes müssen wir also alle Feinde in der Polizeistation erledigen. Kein Ding. Ich glaube, dass ich das tue. Ja. Na, meine Güte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier mache. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen geschnitten werden oder so, damit das nicht ganz zu lange ist. Aber mal schauen. Eine Stunde wird es auf jeden Fall dauern. Ah. Gut. Schießen bei Sichtkontakt! Was tust du, Tom, ey? Weiß nicht, wer du bist, aber ich glaube, du bist auch feindlich, ne? So, jetzt gehen wir einfach da hoch. Die Polizeistation ist ja nicht groß hier. Schnauze. Na, was gehen wir hier hoch? Der eine ist jetzt verdammt nochmal hier in Dings drin, glaube ich. Hinter der Garage oder so. Jetzt sag nicht, den muss ich auch noch erledigen. Wäre natürlich voll dumm. Da müsste ich jetzt nochmal hier runter gehen. Und so. Was geht da rein? Der ist jetzt echt hier drin, ey. Will ich verarschen? Oh. Mich extra hier rumgehen, in die Garage gehen und so. Oh. Darf doch nicht wahr sein. Na gut. 2 Stunden Part, wer hat Bock da auch? Das war, ey. Weil ich war schon mal hier drin, ich habe gerade doch geöffnet. Weil warum machst du nicht die blöde Garage auf? Ich extra wegen dir jetzt hier rumrennen, verdammt. Na los. Boah, ey. Adrenalin, wow. Bitte. Was? Hallo. Endlich haben wir ein Fahrzeug. Oder ein Flugzeug. Oder was auch immer. Wir machen es so. Sobald der Vertibird fertig ist, fliegen wir damit hoch zur Pritvin und legen dort an. Von innen ist der Zeppelin verwundbar. Der Vogel wird durch gewaltige Gassäcke mit Wasserstoff in der Luft gehalten. Wie sieht meine Rolle bei der Sache aus? Deine Aufgabe ist nicht einfach. Du musst diese Sprengladung irgendwie an den Gassäcken befestigen.
Dann schleunigst zurück zum Vertibird, wir verziehen uns und dann heißt es Bye-bye, Predvin. Die Flugvorbereitungen brauchen ihre Zeit. Und die Bruderschaft wird uns die nicht einfach so geben. Wenn also Paladine auftauchen, halt sie mir und dem Vogel vom Leib. Oh Mann. Also jetzt mal nochmal da hoch. Wenn sich da irgendwie hochschieben. Nee. Ich werde hier durchgehen. Boah. Ihr seid da sowas von voll mit Bullshit. Mann, so einen langen Part wollte ich echt nicht aufnehmen, ey. Vor allem danach müssen wir halt Institut auch noch erledigen, ne? Hat ja keinen Sinn. Na gut, ich glaube, Institutende geht aber kürzer. Weil wir schon die Hälfte davon wahrscheinlich erledigt haben. Aber ja. Im Handbuch steht. Genau. Wo ist der Hauptschalter? Los, komm. Kühldruck passt. Als Heckenschütze wäre ich. Scheiße, ich mach das schon so schnell ich kann. Oder da. Oder sogar da. Was macht das Bedienfeld da eigentlich überhaupt? Kumpel? Voll dann voraus. Kumpel, Feuer verdammt. Flieg verdammt. Flieg, Mann! Arsch, wer kommt denn hier noch? Hi. Pisst euch. Jetzt kommt die Stelle, an der du sterben sollst. Oh Mann. Ah. Degen. Hey, hast du gerufen? Das Wichtigste zuerst. Ich habe was von der Bruderschaft mitgebracht. Frohe Weihnachten. Aber noch wichtiger, Tüfteltom wartet im Vogel auf uns. Los geht's. Ja, keine Ahnung. Jetzt sollte also, Platz mal Gewehr. Rocket roter Glanz. Der sagte, du kannst dieses Ding fliegen. Klar, sicher. Hey. Das Handbuch komplett gelesen. Das Handbuch? Du fliegst nicht sehr gut, Tüfteltom. Ich glaube, ich brauche einen Eimer. Großer Gott, wir werden sterben. Ach, was soll's. Au! Okay, Zeit für die letzte Besprechung. Dank deiner farbenfrohen Vergangenheit mit der Bruderschaft geht die Party los, sobald sie dich entdecken. Du solltest dich also nicht sehen lassen. Ich habe dir diesen Stealth Boy besorgt, vielleicht hilft's. Wahrscheinlich wirst du trotzdem auflegen. Dann würde ich rennen, die Bomben legen und irgendwie versuchen, da lebend rauszukommen. Das hatte ich sogar geplant. Das wird eine verdammt üble Schießerei. Wenn wir landen, lässt Tüftler Tom den Vogel laufen, damit wir umgehend wieder abheben können. Und meine Aufgabe ist es, wie üblich, dir Rückendeckung zu geben. Oh Gott, ja. Oh, warte. Wir nähern uns dem Luftschiff. Kannst du bitte ein bisschen gerade fliegen? Deacon, Mann, ich versuch's doch. Wenn du mal ans Steuer willst, bitte nur zu. Nein. Du machst das schon toll, Tom, aber halt den Vogel bitte ein wenig gerade. Ja, schon kapiert.
Ja, wir gehen echt jetzt hier kämpfen gegen die Bruderschaft. Schäden erlitten. Sollte in ein paar Stunden wieder laufen. Haben Sichtkontakt mit euch Zweihänder. Eure Koppelluke ist nicht offen. Haben technische Probleme mit dem Koppelding. Arbeiten dran. Tom? Welcher Knopf war das nochmal? Da. Zweihänder, Landeanflug genehmigt. Vielleicht sollten wir die Bruderschaft einfach nett bitten zu gehen. Ja, gelogen, aber nicht wirklich. Ja, alles eliminiert. Hm. So, und jetzt baller ich auf das Luftschiff, ne? So, jetzt baller ich auf das Luftschiff, oder? So, volle Möhre, ne? Jetzt volle Möhre in das Gesicht von diesen Anwärtern. Muss das so sein? Achso, wir wollen so angezogen, okay. Lass dir da drin nicht so viel Zeit. Wenn hier jemand vorbeikommt, ich weiß nicht, ob ich ihm was vormachen kann. Viel Glück! Er trägt Bruderschaftsklamotten, ne? Er darf da einfach nicht wahr sein. So, weiß ich nicht. Stealth Boy. Laufen jetzt durchgehend mit so einem Ding rum, ne? Was? Verdammt. Hab ich schon gesehen. Oh, cool. Sehr die Sprengladungen. Ja, ging schnell. Okay, ich gehe jetzt einfach da rein, die Bomben platzieren und dann gehen wir wieder raus, ne? Dann gibt's da eine Pause und eine Pause. Was? Hi, was geht, na? Ich gehe mal hier kurz hoch, ne? Einfach da rein, Sprengsätze anbringen und wieder raus. Genug Zeit hier verschwindet, hallo. Los, komm. Hi, was geht? Der erste ist da. Aua! Wird er mich verdammt nochmal gesehen, ey? Er hat schon ausgeholt, bevor. Oh. Was geht, ne? Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Wie könnt ihr mich alle so klar sehen, ne? Ich bin unsichtbar. So, das ist der erste Teil. Glaube ich. So, da ist ein Teil. Da ist ein Teil. Da ist ein Teil und jetzt raus hier. Au. Ah. Wir werden alle sterben. Alter. Guck dir meine an. Hi. Das ist Deacon. Okay. So, jetzt einfach raus hier und eine Pause. Hey Ingram, was machst du denn hier? Sind nicht unten am Flughafen normalerweise? Das ist ziemlich. Au, aber ich will. Was? Ah, es ist hier. Ah, bitte, bitte. Das ist jetzt. Geh mal aus dem Weg, verdammt. Ich komm direkt raus. Und jeder Seite irgendwie gefistet, ey. Sind wir nicht eigentlich auf der Suche irgendwie, haben wir nicht eigentlich die Aufgabe hier, das Dings zu erledigen? Das Institut, irgendwie kommen wir ja noch nicht weiter. Was hatten die Bruderschaft eigentlich jetzt hier mit allen zu tun? Aua! Der Vogel ist gelandet, der Vogel ist gelandet! Flieg gefälligst! Tschüss! Boah. Kann ich überhaupt ein Stimpack benutzen? Boah.
Ja, schon, dass ich hier nichts treffen kann, oder? In der Entfernung. Bleibt das Schiff verdammt noch mal in die Luft. Und da geht's hin. Ich hab's nicht am Anfang angesehen, Mann. Sieht aber geil aus. Oder so ein Betty-Bird irgendwie am Fliegen. Unterfallen, aber okay. Oh. Noch eine riesige Explosion. Da kommen die ganzen restlichen oder was? Bist du ein Ritter Sergeant Gable? Soll mir etwas sagen? Das ist bestimmt voll wichtig, oder? Monas. Müssen wir jetzt auch das Ding in die Luft jagen? Willst du mich verarschen? Boah. Ich glaube, ich mache aber zwischendurch mal kurz einen Schnitt oder so. Weil das dauert ja schon ganz schön lange. Also falls es jetzt wirklich hier wieder darum geht, das genau gleiche zu machen, dann werde ich wahrscheinlich das meiste hier wegschneiden. Und ja, weiß nicht. Wir müssen wahrscheinlich schon wieder ein Institut in die Luft jagen, ne? Also. Okay. Guck mal, wie es dann hier so ausgeht. Ich mache jedenfalls hier kurz einen Schnitt gleich und dann sehen wir uns direkt wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Desdemona will mit uns reden. Weiter geht's. Desdemona. Ich dachte, wenn ich roter Glanz starte, verliere ich mehr gute Leute. Kameraden, danke, dass du für ihre und deine Sicherheit gesorgt hast. Okay. Gern geschehen. Aber noch haben wir es nicht hinter uns. Boah. Wenn die Bruderschaft uns gefunden hat, kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass das SEB nicht lange auf sich warten lassen wird. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen als nächstes das Institut angreifen. Natürlich. Ich bin bereit. Wenn das jetzt genau das gleiche ist wie mit dem Minuteman. Und sicherst den Transmitter. Das wird sofort das SEB auf den Plan rufen. Du teleportierst uns schnell rein und wir schließen uns mit Z114 und den anderen abtrünnigen Zünds zusammen. Gemeinsam kämpfen wir uns dann zum Fusionsreaktor. Da machen wir eigentlich genau gleich wie beim Minuteman, okay? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oder wir gehen bei dem Versuch drauf. Wir müssen warten. So, ich müsste ja da reingehen können, oder? Die sind noch cool mit mir. Warum fängt das jetzt mal hier so an? Okay, wir machen jetzt die exakt gleiche Mission wie bei den Minuteman, kann das sein? Der einzige Unterschied ist, dass wir vorher die Burschaft geplättet haben. Was soll? Okay. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Muss ich hin? Ist da oben? Bitte sag mir nicht, dass der oben ist. Boah. Jetzt habe
haben wir schon 1,5 Stunden hier. Mal auch kein Unterschied mehr. So. Ich wieder zum Reaktor da rennen muss, dann renne ich aber auch dahin. Und dann renne ich. Ich habe das explosive Ding und bring das an und dann sind wir raus. Genauso machen wir das. Ne? Gute Idee, tolle Idee. Finde ich auch. Das weiß ich wenigstens, bis zu was für einem Punkt ich noch spielen kann, ohne dass mir irgendjemand hier auf den Nerven geht, vielleicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, Institut kann ich dann ausgehen, ein paar Sachen machen. Meinen richtigen Spielstand, sag ich mal. So. Gut, dass du den abtrünnigen Synth zurückgebracht hast. Ich hab dich gesucht. Ist es soweit? Sobald wir erst gehandelt haben, gibt es kein Zurück mehr. Gibt's jetzt schon kein Zurück mehr? Es ist bereit. Es geht los. Gut. Wir müssen diesen Raum sichern, damit ich mehr tun kann. Das war vom Institut, genau. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Für alle Personen im Transmitterkontrollraum. Und der Transmitterkontrollraum. Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Du hast nicht vielleicht noch einen Polarisator übrig, oder? Wir kämpfen für unsere Freiheit. Und wir werden sie. Ich nehme an, ihr seid das alles, ne? Okay. Weiß noch gar nicht, was los ist. Ja, das darf ich noch übrig, ne? Ach man, das wäre so geil gewesen, wenn ich alle in einen Schuss hier sozusagen meinen Zug erledigt hätte. Okay, ich brauche einen kurzen Augenblick. Das war geil, oder? Ich habe die Koordinaten bereits. Ich muss nur noch den Transmitter einstellen. Und wir sind nicht mehr allein. Ach, da seid ihr. Was geht, Leute? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn sie uns noch nicht bemerkt haben, dann wird sich das in den nächsten Sekunden ändern. Dann legen wir mal los. Nimm erstmal das hier. Das ist eine Fusionsimpulsladung. Tüfteltom hat sie so angepasst, dass sie den Reaktor und alles weitere in ein paar hundert Meter... Machen wir genau gleich wie mit dem Minuteman. Wir gehen da runter. Du platzierst die Ladung und nehmen wir die Beine in die Hand. Wenn wir weit genug weg sind, zünden wir die Ladung. Das ganze Institut geht in Flammen auf und die Synths sind frei. Für immer. Das ist der Moment, in dem wir Geschichte schreiben. Tom, ich will, dass du den Transmitter so schnell wie möglich zum Laufen bekommst. Du wirst uns rausholen müssen, wenn wir beim Reaktor fertig sind. Außerdem musst du alle Unbewaffneten rausschicken, Institutspersonal inklusive. Verstanden, Boss. Okay, dann mal los. Na gut. Wir haben mal wieder alles in der Luft. Alter. So haben wir es. Wenn du mich hören kannst. Ich habe den Grundriss gefunden. Abteilung fortschrittliche Systeme. Da wollte ich die ganze Zeit reingehen. Und da müsst ihr hin. Aber die Tür ist verriegelt und ich kann sie von hier aus nicht öffnen. Der Befehl muss vom persönlichen Terminal des Direktors kommen. Oh. Alles klar? Den Teil musst du übernehmen. Ja, jetzt muss ich wieder zum Vater, ne? Okay, und er hat gesagt. Na los, na los.
muss noch mal eine exakt gleiche Story machen wie beim letzten Mal. Das ist aufregend. Der Burschaft müssen wir wahrscheinlich auch Institut klauen, aber was müssen wir mit dem Institut machen? Was geht? Ich hatte nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Du hast mich getäuscht. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass du auf unserer Seite. Aber gut, ne? Ich bin hier, um euren Reaktor hochzujagen, Sean. Um dem Institut ein Ende zu setzen. Na, das erspart mir zumindest das Rätselraten. Es reicht nicht, dass ich im Sterben liege. Jetzt willst du auch noch alles zerstören? Ja. Sag's mir. Warte, mach schon alles. Ich will einfach nur diesen Ort hier brennen sehen. Kaum zu glauben, dass ich mit dir verwandt bin. Aber das ist jetzt wohl egal. Du hast mein PS4 geht voll ab. Und die größte Chance der Menschheit vernichtet. Stellt sich nur noch die Frage, warum du noch wartest. Denn du behilfst, sterben weniger Leute, Sean. Also. Warum in aller Welt sollte ich dir helfen? Hilf mir, dann beschütze ich alle Überlebenden so gut ich kann. Versprochen. Also gut. Das Terminal hinter mir gibt den Zugangscode 9003 ein. Dadurch die zweiten Zahlen hat er gar nicht gesprochen. Deaktiviert. Geh jetzt. Lass mich einfach allein. Ich muss einfach over 9000 eingeben. Flee, nein. For Soul, ja. Okay. Dann jagen wir nochmal alles hier in der Luft, weil... Ja, Zugang gewährt. Jetzt solltest du zum Reaktor kommen können. Hier kommen massenweise Synths durch, aber wir verschwinden nicht ohne euch. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden. Aus dem Weg! So dadurch. Ich gehe mal hier durch, ne? Was hat ihr am Ruckeln? Ihr könnt mich mal, ich mach das Ding jetzt hier auf. Das Ding, das ich vorher angemacht habe. Ihr könnt mich mal, ich teleportiere mich jetzt weg. Sag nicht, ich muss euch alle erlegen. Wir müssen euch ja weg, verdammt. Ey, ist meine mit einem Minigang übergezogen? Bist du eigentlich irre? Das ist ein Flammenwerfer. Das sieht creepy aus. Ja, jetzt tut er mich aus teleportieren. Ja, besser, ich hätte tot sein können. Ich habe fast ein Fünftel meiner AP verloren. Wir sind fertig, Tom. Verschwinden wir, solange wir noch können. Würde ich ja gerne, Boss, aber dieser Junge ist aufgetaucht. Lass ihn sterben. Wäre der Sohn vom Professor. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir. Okay, Tom. Dann mal los. Moment. Aber. Der Junge, du willst nicht mehr. In Ordnung. Wir haben jetzt keine Zeit zum Diskutieren, Tom. Bring das Ding zum Laufen. Okay. Aber das fühlt sich nicht richtig an. Hey, ich kann hier nicht einfach untätig zusehen. Ich sorge einfach dafür, dass der Junge in Sicherheit kommt, okay? Es ist alles soweit, oder? Bist du bereit, von hier zu verschwinden? Ja, auf jeden Fall. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Das musst du mir nicht zweimal sagen.
Es wird dich und Des zur Zündungsstelle teleportieren. Danach mich und den Jungen ins Hauptquartier. Keine Sorge, wir kümmern uns um ihn. Besorgen ihm auch vernünftige Klamotten. Verschwinden wir, bevor hier das große Feuerwerk losgeht. Alles klar. Lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Tschüss. Ich hab schon einen Sohn adoptiert letztens. Screw you guys, I'm going home. Boah. Alles klar. Dann sag mal, lass mal wieder alles hier in die Luft jagen. Schon wieder. Seid ihr bereit? Dann mal los. Ah, die Prüderin ist weg, das Ding ist weg. Alles ist weg. Muss doch eine Explosion machen. Kommen wir jetzt genau das gleiche Ending oder? Sag mal. Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze, die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Bin ich ein bisschen blöder, dass das nicht wie ein Dings ist, wie ein Fallout 3, wo irgendwie, weil nicht jede Quest so am Ende zusammengefasst worden ist. Jede Entscheidung, die ich getroffen habe. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Die Zeit hat's auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Immer gleich. Epischsten Worte in ganz Fallout. Ja, wieder mal Dinge in die Luft gejagt. Desdemona. Und so stürzen selbst die Mächtigsten. Dutzende von Jahren, zahllose Opfer. Es hat sich alles ausgezahlt, dank dir. Deacon meinte, das wäre von Anfang an sein Plan gewesen. Wer weiß, vielleicht war das wirklich sein Plan. Es gibt Dinge, die kann selbst Deacon nicht. Vielleicht. In früheren Tagen, als wir alten Hasen davon geträumt haben, wie das Leben ohne das Institut wohl wäre, wurde uns schon bewusst, dass unsere Arbeit nicht sofort zu Ende sein würde. Der Hass hat im Commonwealth tiefe Wurzeln geschlagen. Tiefer, als das Institut sich in den Boden gegraben hat. Für die Menschen hier sind die Synths ein Symbol der Unterdrückung durch das Institut. Ich würde verstehen, wenn du erstmal eine wohlverdiente Pause machen willst. Aber bist du bereit für die nächste Mission, Professor? Ich glaube, ich brauche erstmal Urlaub. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wir warten auf dich. Unsere Unterschlüpfe werden vor Synths überquellen. Alle auf der Suche nach einem besseren Leben außerhalb des Commonwealths. Nicht jedes Mitglied des Instituts ist tot. Es wäre naiv zu glauben, dass sie nicht zurückschlagen werden. Komm zurück ins Hauptquartier und führe die letzten unserer Leute in die Freiheit. Ihr alle. Wir haben all die Jahre genug deiner Leute gerettet. Du musst nichts sagen. Die werden auch weiterhin beschützt. Sind wir in Sicherheit? Nur weil ihr raus aus dem Institut seid, heißt das nicht, dass ihr auch in Sicherheit seid. Oder dass die Arbeit der Railroad beendet wäre. Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit. Aber gemeinsam schaffen wir es.
Okay, jetzt hatte ich eine Railroad-Quest. Mein ganzes Leben lang schnürt es mir den Atem zu. Nun kann ich endlich frei atmen. Gut, dann würde ich sagen, Railroad haben wir jetzt auch abgeschossen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir die Bruderschaft, weil ich scheine irgendwie so ein Muster zu erkennen. Guck mal, da ist die Bridwin. Und da ist das Institut kaputt. Ja, super. Habe ich wieder da aussieht jetzt. Keine Ahnung. Jedenfalls. Niemand wird mir glauben. War wirklich im Institut. Mein ganzes Leben lang schnürt es mir den Atem zu. Noch mehr Zerstörung, komm. Puff. Wie zum Teufel ist das bitte schon passiert? Egal. Wir haben das Railroad-Ending gesehen, was fast genauso wie das Minuteman-Ending war. Deswegen nehme ich mal an, das Botschafts-Ending wird auch genauso sein. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann, wenn wir mit der Botschaft hier durchrennen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!